Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute stelle ich euch ein PlayStation 4 Collection Video vor, weil ich schon länger kein Collection Video gemacht habe und ich dachte mir, hey, machst du heute mal wieder ein neues Collection Video. Diesmal Part 5 müsste es sein für die PlayStation 4. Wie immer stelle ich euch 10 Spiele vor, wenn euch ein Spiel interessieren sollte. Unten in der Videobeschreibung ist zu jedem Spiel ein Trailer. Außerdem schreibe ich auch nochmal dazu, für welche Systeme die Spiele noch erschienen sind. Falls ihr keine PlayStation 4 habt. Und ich sage euch gleich schon, ihr werdet in nächster Zeit wieder weniger von mir sehen, weil ich nächste Woche wieder mehr arbeiten muss. Und das tut mir dann schon mal leid, aber ich bin nicht weg, nur dass ihr es wisst, weil ich wieder sehr viel arbeiten muss und nur, dass ihr euch darauf einstellt. Und ja, das erste Spiel, was ich euch heute vorstelle, ist Tomb Raider in der Definitive Edition. Das habe ich mir ja vor ein, zwei Jahren mit The Last of Us neu auf dem Flohmarkt für 22 Euro gekauft. Da habe ich gut gedealt und verhandelt. Und ich kannte den Verkäufer und hatte, okay, weil du es bist. Und das ist zwar die PEGI-Fassung, ist aber komplett in Deutsch. Das Spiel ist auch neben der PS4 und Xbox One in der Definitive Edition in der Standardfassung in der Last-Gen-Version erschienen für die PlayStation 3 und Xbox 360 und den PC. Hat mir damals sehr gut gefallen. Ich habe die PlayStation 3-Fassung fast auf Platin gemacht. Außer, dass mir da ein paar Online-Erfolge fehlen, aber leider spielt das keiner mehr wirklich online. Wie das bei der PS4-Fassung ist, weiß ich nicht. Wenn ihr euch die Definitive Edition holen wollt, da habt ihr eine bessere Grafik, alle DLCs und ich weiß gar nicht, ob die Definitive Edition auch für die Xbox One erschienen ist. Ich meine aber ja. Ja, kann ich euch empfehlen. Ist ein gutes Tomb Raider, eins meiner Lieblings-Tomb Raider und kann ich euch empfehlen. Dann kam das nächste Tomb Raider, das habe ich mir in der Collector Edition geholt, Rise of the Tomb Raider. Ist ja zuerst für die Xbox One und Xbox 360 exklusiv erschienen, weil Microsoft mit Square Enix einen Deal hatte. Und ich habe mir dann die Xbox 360-Fassung geholt, die schon sehr gut aussah. Und ja, die Xbox One hatte ich da noch nicht. Und dann kam ein Jahr später diese Game of the Year Edition sozusagen in der Collector Edition auch für die PS4 raus. Die habe ich mir dann geholt und dann habe ich mich erstmal geärgert, weil das ist ein tolles Spiel. Wirklich ein sehr geiles. Also ich finde das besser als Tomb Raider hier. Lara hat übrigens eine neue Synchro, die aber auch gut ist, sogar besser als die Nora. Und ja, ich habe mich hier geärgert, weil hier kein Schuber bei war. In der normalen Fassung, die ich euch geholt habe, ist hier ein Schuber drum. Und bei der Collector Edition hat Square Enix sie nicht dabei getan, was mich sehr geärgert hat. Ich habe dann Square Enix angeschrieben, sie hatten keine Schuber mehr. Also falls jemand den Schuber verkaufen möchte, schreibt mich mal an. Auf jeden Fall ein sehr gutes Tomb Raider. Hier gibt es ein bisschen mehr Rätsel als hier, aber auch weiterhin Action, was mir immer gut gefällt. Dieses Jahr kommt auch ein neues Tomb Raider in September. Es wird aber nicht mehr von Crystal Dynamics, glaube ich, selber entwickelt, sondern die waren nur noch Hilfe und haben darüber geguckt. Ich bin gespannt, wie es sein wird und ich glaube, mit dem neuen Tomb Raider wird es noch mehr Rätsel geben. Das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, die mir sehr gut gefallen hat. Sieht auch optisch sehr lecker aus. Dann kommen wir zu einem Spiel, das ist ein kleines Indie-Spiel von Namco Bandai oder Bandai Namco, das aber dafür auch sehr schön aussieht und zwar ein Little Nightmare. Habe ich mir auch in dieser Limited Edition geholt mit dieser Box, mit dieser kleinen Figur. Ein Poster war dabei und Soundtrack. Hier haben wir jetzt gerade nur das Poster. Ist auch vor kurzem noch für die Switch erschienen, am Anfang nur für die PS4 und Xbox One. Kam dann nochmal später in der Complete Edition raus, die PC und Xbox One, aber ich glaube, da waren die Erweiterungen nur als Papier dabei, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber die Switch-Version, die vor einer Woche erschienen ist, die hat alles auf der Karte und wenn ihr das noch nicht habt, ist ein kleines ja, Mix aus Adventure, Plattformer und Geschicklichkeitsspiel. Weil ich noch nicht durch habe, aber gefällt mir sehr gut, der Artstyle, die Atmosphäre stimmt und kostet auch nicht mehr viel, kann ich euch nur empfehlen, tolles Spiel. So, ich hoffe, ich kriege alles auf dem Bildschirm hier. Dann habe ich mir vor zwei Jahren bei Limited Run Games Wonderboy The Dragon's Trap geholt. Ist ja jetzt inzwischen auch, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr für die PC und Xbox One und Switch auch offiziell bei uns in Deutschland erschienen. Und kann ich euch schon empfehlen. Ist ein tolles, ja, wie sagt man, Reboot, Remaster. Man kann zwischen der alten und neuen Grafik hinschalten. Es hat ein Wendecover hier auch. Ich habe die deutsche Fassung auch. Man muss sich ja mit der Steuer ein bisschen angewöhnen, die ist ein bisschen träge manchmal, zum Beispiel wenn ihr springen wollt, müsst ihr dann genau springen. Hat schon am Anfang ein bisschen Probleme mit, aber wenn man sich da ein bisschen einspielt, macht das richtig Spaß. Ich finde es total toll und kann es nur empfehlen. Ist ein sehr guter, ja, eine sehr gute Neuauflage von dem Klassiker von Mega Drive gewesen. Hat mir sehr gut gefallen. Dann noch ein weiteres Indie-Spiel, das gibt es aber in der Vita-Fassung, glaube ich, nur für die PS4, ist aber auch digital vor kurzem für die Switch erschienen. Und zwar Earth's Down. Das ist ein Side-Scroller-Action-Shoot-'n-Up-Spiel-Mix, würde ich sagen. Und zwar haben die Aliens die Erde angegriffen. Man hat dann die Wahl zwischen zwei Charakteren, so einen männlichen Charakter und einen weiblichen Charakter. Und dann spielt man halt so eine Story, wo man von links nach rechts geht oder man auch zurück, muss ein paar Sachen suchen, den Menschen retten, Gegner bestimmte Gegner töten, Informationen sammeln.
Macht sehr viel Spaß, sieht grafisch natürlich nicht so dolle aus, aber ist okay. Kostet ja auch, ich glaube, 10 Euro hat es damals gekostet. Und hat auch deutsche Untertitel, was ich sehr gut finde. Der Soundtrack ist ein bisschen Techno-Mix, den mag vielleicht nicht jeder, aber ich finde es ganz solide und für ein kleines Geld kann man sich das ruhig in seine Sammlung holen. Guckt euch mal den Trailer an, der ist auch episch. Also ich habe es noch nicht durch, weil es später auch sehr schwer wird, aber ich finde es richtig cool. Dann habe ich mir zum Release die Crash Bandicoot Trilogie geholt, HD-Trilogie. Auch eine sehr, sehr gute neue ja, Retro-Umsetzung, kann man sagen. Kommt ja auch im September Spyro raus, werde ich mir auch holen. Ich hatte die Teile nie selber für die PlayStation 1. Ich hatte die aus der Videothek, auf der Demo gespielt, von Freunden ausgeliehen und jetzt habe ich sie. Teil 1 ist noch so vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen seltsam, da mal ein bisschen leichter, da ein bisschen schwerer. Am Anfang dann schwerer als am Ende. Teil 2 macht das besser und Teil 3 ist einfach die Krönung. Ich habe den ersten Teil bis jetzt nur gespielt, 2 und 3 nur angespielt, aber sieht top aus. Also praktisch wie damals, nur alles in schön. Ist erschienen für PS4 und Xbox One. Switch hat auch eine Vita-Fassung bekommen. Ob die schon erschienen ist, weiß ich nicht. Die kommt aber. Also gibt es ja alle drei aktuellen Systeme. Kann ich auch nur empfehlen. So, jetzt haben wir schon die 6 Spiele. Dann kommen wir zu einem japanischen Rollenspiel, Persona 5. In diesem schönen Steelbook habe ich mir auch in dieser Collector Edition geholt. Und was soll ich sagen? Ein sehr, sehr schönes japanisches Rollenspiel, wo ihr sehr viel Zeit investieren könnt und dürft. Also bis ihr das Ende seht, dauert sehr lange. Ich habe die PS3-Fassung gespielt. Muss ich nicht hinter der PS4-Fassung verstecken. Die wird auch teilweise hinterhergeworfen für 13 Euro. Die Fassung für PS4 kostet so noch ja, 30, 40 Euro. Aber kann ich euch auch empfehlen. Sieht toll aus für ein japanisches Rollenspiel. Ich glaube, die PS4-Fassung hat sogar ein paar mehr ja, wie sagt man, Partikeleffekte. Und hier und da werden ein paar mehr Charaktere in der Stadt angezeigt. Ansonsten schenken die beiden sich nichts. Sieht auf jeden Fall auf beiden Systemen toll aus. Einziger Wermutstropfen ist, dass Deep Silver es zwar vertrieben hat, aber dem Spiel keine deutschen Untertitel gegeben hat, was ich sehr schade finde, weil das wird das Ganze einfacher machen. Ich kann zwar Englisch, aber es ist halt immer ein bisschen anstrengend dann Englisch mit japanischer Sprachausgabe. Ich spiele immer mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln, wenn es geht. Ist auf jeden Fall ein Must-Have, wenn man japanische Rollenspiele mag. Müsst ihr halt sehr viel Zeit investieren. So, ich mache einen kurzen Schnitt, dann geht es gleich weiter. Bis gleich. Aber wir kommen zurück zu Part 2. Ich musste gerade kurz die Kamera ein bisschen drehen. Dann kommen wir zu einem Spiel, was ich mir auch in der Collector Edition geholt habe. Aber das Spiel liebe ich auch total. Ist auch nicht perfekt, war eigentlich für PS3 gedacht, aber ist dann für die PS4 nur erschienen nach Ewigkeiten. Nein, ich rede nicht von Final Fantasy Versus, sondern von The Last Guardian. Und ich liebe dieses Spiel. Ich mag die Collector Edition total gerne. Die wurde ja später auch hinterhergeworfen. Also ich denke, das Spiel war es für Sony kein Erfolg, aber ich finde es trotzdem toll, dass Sony es trotzdem veröffentlicht hat. Man spielt einen kleinen Jungen und dieses Katzenwesen ist begleitet ein Trico. Ist von meinen, ja, von meinen, ja, ich will nicht sagen Lieblingsentwickler, aber von einem Entwickler, den ich sehr, sehr gerne mag, die Japan Studios oder Studio, wie hieß es, Aiko. Und ja, die KI, manche sagen, das sind KI-Aussetzer. Ich sage immer, das ist seine eigene Persönlichkeit. Trico hört nicht immer, wie man will, also wie man es möchte. Man muss halt aus diesen Ruinen fliehen. Und Trico hilft da einen bei. Tolles Spiel, toller Soundtrack und tolle Collector-Edition. Kann ich euch nur empfehlen, aber man muss halt nicht darauf einstellen, dass bei dieser Art von Spielen wie immer die Kamera nicht will, wie man will, die Steuerung nicht immer will, wie man will und vor allem Trico nicht immer macht, was er soll. Aber trotzdem liebe ich dieses Spiel und kann ich euch nur empfehlen, ein sehr tolles Spiel, wenn ihr Geduld habt mit Trico und den ganzen Fashion-Fehler. Dann habt ihr hier echt ein schönes Erlebnis. Die Grafik ist in Ordnung. Natürlich sieht man seine Herkunft an. Also man sieht hier und da zum Beispiel Wasser und so sieht alles toll aus. Aber wenn ihr zum Beispiel im Wald rumläuft, dann seht ihr schon, dass matschige Texturen da so sind und alles. Aber trotzdem, ich liebe dieses Spiel und kann es nur empfehlen. Mal was anderes in diesen ganzen Spiele-Genre. Dann kommen wir zu zwei Spielen, die habe ich vor kurzem erst durchgespielt. Eins erst gestern. Erstmal Dead Rising 4 im Franks Komplettpaket. Da habt ihr neben der Xbox One-Fassung alle DLCs. Also die Xbox One-Fassung hat ein anderes, normales Ende, das gibt es hier auch. Aber hier gibt es noch die DLCs mit dem richtigen Ende. Und dieses Capcom-DLC-Paket, wo ihr dann in Capcom-Anzügen wie Mega Man oder Ryu aus Street Fighter in bestimmten Zeit Zombies töten müsst. Macht eine Menge Spaß, ein bisschen abgedreht. Ich fand das Spiel richtig gut. Viele fanden es ja nicht so dolle. Mir macht es Spaß. Habe ich letztens durchgespielt. Hat mir gefallen. Ob ich jetzt hier nochmal diese ganzen extra Wischen mache mit Mega Man und so, weiß ich nicht. Habe mal kurz angespielt. Ich werde Franks richtiges Ende nochmal durchspielen und dann mal gucken, ob es dann weiterspielen wird. Auf jeden Fall habe ich mir zum Release gekauft. Hat mir sehr gut gefallen.
Werde ich mir aber auch nochmal für die One holen, weil ich auch Teil 3 für die One habe. Ist für mich eigentlich eine Xbox-Marke. Ja, und das habe ich gestern auf Platin gemacht. The Walking Dead, die Collection. Hier hat man nochmal alle Walking Dead Season drauf, die es bis jetzt gibt. Also 1, 2, 3, dann 500 Days. Oder 400 Days war das, ne? 400 Days, nicht 500 Days. Plus Michonne. Am schwächsten fand ich von den Episoden die mit Michonne. Wobei ich sagen muss, mit Michonne, das wird nochmal richtig spannend am Ende. Und hier wird gegenüber der Last-Gen-Version die Grafik nochmal verschönert, also verfeinert. Es ruckelt weniger. Man hat halt, wie gesagt, alles auf einer Disc. Das finde ich sehr lobenswert. Und habe ich gestern auf Platin gemacht. Und ich freue mich auf die Season 4, wobei ich da wieder sehr lange drauf warten muss. Ich glaube, das ist auch die letzte Season, die ich mal gelesen habe. Dann soll keine mehr kommen, was ich ein bisschen bedauere. Aber gut, Orga muss mal alles ein Ende haben. Hat mir aber sehr gut gefallen. Ich war ein bisschen überrascht zu Season 3, muss ich ehrlich sagen, weil Clementine spielt man ja da nicht mehr wirklich. Man erlebt zwar viel mit Clementine, aber Clementine ist eigentlich nur noch dabei. Es hat mich am Anfang was gestört, aber dann hat mich die Season 3 doch positiv überrascht, weil hat mich umgehauen, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Ich habe das am Anfang so gemacht, dass zu Season 2 bei mir Kenny bleibt. Was dann mit Kenny passiert, ist genauso unnötig gewesen wie mit Lee. Hat mir richtig leid getan, aber ja, ihr müsst das selber spielen und mir hat es wieder sehr gut gefallen. Also von den Telltale Games sind die Walking Dead Spiele meine Lieblingsspiele, muss ich ehrlich sagen. Und ja, kann ich euch empfehlen, wenn euch das Genre interessieren sollte, wenn ihr diese Art von Spiele mögt. Mir hat es wieder, wie gesagt, sehr gut gefallen. Und das waren meine 10 Spiele in diesem Part. Diesmal ein bisschen gemixt, ein bisschen Jump'n'Run, ein bisschen Indie, ein bisschen Rollenspiel, ein bisschen Zombie-Action, ein bisschen was eigenartiges doch nicht, ein bisschen Einständiges wie The Last Guardian. Und wenn ihr nicht nur Fußball, Call of Duty, Rennspiele oder so spielt, guckt sie euch an, wenn euch die Genre interessieren. Ich bin jetzt weg, freue mich über eure Kommentare und Bewertungen. Falls ihr die Spiele gespielt habt, könnt ihr mal schreiben, wie ihr sie gefunden habt. Bis zum nächsten Mal, euer Gabatrons. Ciao.